Moin Leutskis, herzlich willkommen zu diesem neuen Videoblog auf meinem YouTube-Kanal. Ich befinde mich hier gerade kurz hinter der deutschen Grenze in Frankreich. Und ich befinde mich tatsächlich nicht auf irgendeiner Reise, sondern auf der längsten Reise meines Lebens. Und zwar mit Abstand. Ich bin gestern losgefahren durch Leipzig, durch Schneesturm und widerwärtiges Wetter. Hab dann übernachtet, kurz vor der französischen Grenze. Bin jetzt heute den ganzen Tag noch im Auto, morgen auch. Dann sind wir in Südspanien. Dann gibt es einen Tag Pause. Und dann geht es noch weiter in Spanien zu einer Fähre. Dann sind wir 36 Stunden auf einer Fähre. Und dann geht es auf die Kanarischen Inseln. Und da geht es dann Windsurfen. Und ich werde euch jetzt einfach mal ein bisschen zeigen, wie ich das hier mache. Also passt mal auf. Das ist mein Bus, den kennt ihr natürlich. Und ich zeige euch mal kurz, was ich so mitgenommen habe und was ich gepackt habe. Bisschen Wasser ist am Start, Weintrauben, Bananen, Nüsse. Gut, hier zwei Duplo-Riegel, muss auch mal sein. Dann geht es aber hier ansonsten weiter. Ihr seht schon, ist ziemlich vollgepackt. Hier Koffer mit Klamotten, da hinten mein Wingboard. Das hier ist alles Kamera-Equipment. Hier ist so meine Arbeitstasche. Ein paar Bücher habe ich mir natürlich auch mitgenommen. Selbstverständlich hier die Futurefly-Boards. XL-Neoprenanzüge. Und Freunde, gönnt euch das mal bitte. Es ist alles voll Salz von den deutschen Straßen. Jetzt gucken wir mal hier rein. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich einen Schock kriegen, denn ich habe kein einziges Segel in meinem Auto drin. Das Einzige, was ich segeltechnisch mit habe, sind hier so ein paar Ersatzlatten. Die Segel von meinem neuen Sponsor warten bereits auf mich im Tarifa. Bretttechnisch habe ich Folgendes mit. Bevor ich euch das sage, Leute, gönnt euch das bitte hier. Das Gerüst zerbricht komplett. Es ist wirklich es ist der reine Horror. Haben auf jeden Fall das kleine Foilboard dabei. Auf das große habe ich jetzt einfach mal verzichtet, weil so viel Wind und Welle da unten, das braucht man da eigentlich nicht. 121 Liter Freeride Board. Mein 97 Liter Yellowfish ist am Start, 97 Liter Dark Horse Slalomboard und 117 Liter Dark Horse Slalomboard. Und dazu habe ich mir natürlich einen Wellenreiter mitgenommen. Annas Neoprenanzug natürlich auch am Start, die kommt dann hoffentlich nach. Und genau, bisschen Wing Equipment, hier oben eine Pumpe, hier noch ein zweiter Vayu Wing, Trapez, hier ein paar Fußschlaufen, dann da unten natürlich ganz viele Finnen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich an der nächsten Raststätte. Freunde, Prösterchen. Es wird jetzt langsam nachts. Wir steuern auf die spanische Grenze zu. Wow, Freunde, ich bin im Hotel angekommen in Spanien. Morning, Friends. Aus dem Industriegebiet. Das Wetter sieht genauso beschissen aus, wie ich mich fühle. Und ich würde sagen, okay, geht's weiter. Amigos, wieder ein paar Kilometer weiter. Es regnet in Strömen. Das Wetter ist hier ähnlich wie in Deutschland. Sieht aber trotzdem alles recht trocken aus. Was? Was ist los? Das ist ein Problem für mich. Die Dieselgasolina, die Ubatura und die Autodiera. Wir sind auf der Autobahn. Ich habe keine Ahnung, oh mein Gott. Freunde, I did it. Ich bin in Tarifa. Leute, es ist so krass, Colorado hier in Tarifa. Unfassbar. Wir werden jetzt tatsächlich aber Tarifa verlassen nach Teneriffa und müssen jetzt auf die Fähre. Boah, krass, Leute. Ich habe noch 3 Minuten Zeit. Dann kommt man nicht mehr auf die Fähre drauf. Leute, hier ist die Fähre. Punktlandung. Ich bin sogar 2 Minuten zu früh da. Normalerweise bin ich auch gar nicht so gestresst wegen Pünktlichkeit. Nur musste ich jetzt ja gerade 300 Kilometer fahren und dann auf die Minute genau ankommen. Aber ey, kein Problem. Das Gute ist auch, ich habe die Tankfüllung genau so getimt, dass es passt. Freunde, es ist schon etwas später in der Nacht. Und ich bin schon fast auf der Fähre. Krass, Leute, krass. Wir sind in der Fähre. Super krass, alles ist riesig, diese Fähre. Unfassbar groß. Und jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach der Kajüte. Friends, ich habe es in die Kabine geschafft und ich muss euch ehrlich sagen, ist auf jeden Fall ganz muckelig. Ich habe so einen Lastkahn eigentlich erwartet, wo ich so zwischen einzelnen Kohlen und Eisenerzstücken im Endeffekt dazwischen begraben werde und so langsam krepiere auf der Reise, aber das ist ja fast wie ein Kreuzfahrtschiff. Guckt euch das an. Wenn das Ding untergeht, ich weiß ganz genau, was abgeht.
Freunde. Nach über 4000 Kilometern Reise seht ihr hinter mir endlich Teneriffa. Das ist das erste Mal seit, glaube ich, 6 oder 7 Jahren, dass ich hier bin. Friends, ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft. Wir sind offiziell auf Teneriffa und es ist sauwarm, 24 Grad. Freunde der Sonne, es ist ein paar windstille Tage später. Es ist in der Zwischenzeit unglaublich viel passiert. Ich wohne jetzt bei irgendwelchen Spaniern, mein Bus ist kaputt gegangen und. Aber das soll uns nicht aufhalten. Heute ist nämlich endlich Wind gekommen. Wir hatten die letzten 2, 3 Tage hier Kalima. Das ist so ein rot-orangener Sandsturm und der killt im Endeffekt den kompletten Wind. Alles wird staubig. Ihr seht es auch am Bus, es ist wirklich alles zu mit Staub. Also wenn ich hier so drüber wische, das ist echt krass. Ihr wollt sicherlich alle wissen, was in meinem Bus drin ist. Und ich würde sagen, das zeige ich euch auch jetzt, nachdem wir noch einmal ganz kurz runtergehen und die Conditions auschecken. So, Freunde, das hier ist die Stelle, wo die ganzen PWA-Rider immer aufbauen. Die kennt ihr bestimmt aus anderen Videos auch. Wie ihr seht, ist hier auf jeden Fall richtig Trubel. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber hier ist noch ein kleiner Black Team Sticker drauf. Und dieser Sticker ist fast so alt wie der Bus. Der ist hier seit 8 Jahren drauf. Ich habe den nie abgenommen. Freunde, ihr seht, mein kompletter Bus ist voll mit nagelneuem Equipment. Für mich ist es irgendwie selbst immer noch mega ungewohnt. Aber auf der anderen Seite fühlt es für mich sich jetzt schon an, als ob es einfach genau passen würde. Ich kann euch auch nicht sagen, warum. Die Segel habe ich auf jeden Fall alle in Tarifa abgeholt, habe ich da runterschicken lassen. Und den Moment habe ich tatsächlich für mich selbst genossen. Es war richtig krass. Und jetzt kann ich euch einmal ganz kurz erklären, was ich hier dabei habe. Denn das, was hier in meinem Bus ist, ist noch nicht meine finale Segelrange für dieses Jahr. Wir haben hier auf jeden Fall 4 Gabelbäume. 3 davon sind noch original verpackt. Ein ACZ. Free-Race-Segel in 5.2. Dann 2 Wave-Segel, 3.7, 4.7. Ich habe richtig Bock auf Waven. Noch ein ACZ in 7.2. Ein ACZ in 6.4. Ein ACX in 7.0. Dann natürlich jede Menge Masten. Hier oben noch ein paar mehr Masten. Und dann, Freunde, das letzte Segel im Bund. Ein F1X Foil Free-Race-Segel. Selbstverständlich dazu entsprechendes Zubehör, 0.7 Mastfüße. Um das nochmal ganz kurz anzuschneiden, meine Slalom- und Foil-Race-Segel bekomme ich ungefähr Ende März. Und ich hätte im Endeffekt sagen können, gut, Ende März fangen wir erst an mit dem Sponsoring. Aber dann habe ich mir gedacht, ey, es wäre doch geil, wenn man sich mal ein paar Monate Zeit nimmt und sich ausgiebigst mit dem Free-Race-Equipment beschäftigt und das auch mal richtig tuned und an sein Limit bringt, weil im Titel steht das erste Mal 0.7. Ich weiß, dass ich diese Segel schon mal gefahren bin, aber es ist 7 Jahre her. Es ist alles komplett anders. Alright, alright, alright. Freunde, für mich ist das alles so neu. Selbst die Verpackung, alles, sieht auf jeden Fall schon mal echt geil aus. Was mir direkt auffällt, deutlich mehr Ersatzteile, als ich sonst gewohnt bin. Und Freunde, nicht wundern, soweit ich weiß, ist das Segel nicht komplett neu. Alter, Freunde, ich will ja nichts sagen. Aber das ist schon ganz geil, oder? Schreibt mir gerne in die Kommentare unten rein, wie ihr das optisch findet. Direkt mal zu dem Material, aus dem das besteht. Das reflektiert und glänzt alles so. Wenn man direkt drauf guckt, kann man aber durchschauen. Und das ist UV-resistenter Monofilm. Ich will das jetzt hier nicht alles vorlesen, können wir irgendwann später machen. Und was ist das hier? Ich habe noch einen Brief mit dazu bekommen. Da erklären sie so ein bisschen Aufbau, Abbau. Sitzt nicht zu viel auf dem Brett, weil das die Latten kaputt machen kann, bla bla bla. Das Segel hat ein echtes Race-Profil. Es ist tief und powerful. The battens are fully charged to deliver racing performance compared to other free race sails. Take care of it as a pure race product. Freunde, ich glaube, es gibt extrem viel zu erzählen zu dem Segel. Zum Beispiel die abgeschnittene Masttasche hier unten, damit das Wasser nicht oben reinlaufen kann. Das nächste Thema sind die Masten. Ich kenne mich auch da nicht aus. Das hier ist auf jeden Fall ein F100 Foil Mast für die Foil Race Segel, dann später. Und was ist denn jetzt hier? K79? 4.30, Freunde. Ich glaube, das ist der Mast. So, Freunde, zum ersten Mal durchgezogen. Man merkt auf jeden Fall am Downhaul sofort, dass das kein ganz normales Free-Race-Segel ist. Da ist auf jeden Fall richtig Dampf drauf. Ich muss hier auf jeden Fall an den Lattenspannungen noch viel machen. Ist jetzt, wie gesagt, einfach einmal unten durchgezogen und fertig. Aber wenn ich das so hochhebe und mir das Profil anschaue, das sieht schon echt geil aus.
could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Ich bin zurück an Land. Es sind so viele Eindrücke gleichzeitig, die ich gerade verarbeiten muss. Ich komme gerade echt nur so zur Hälfte klar. Ja, zum einen bin ich in der Sonne. Ich habe übelst Sonnenbrand. Es ist einfach windig. Ich bin auf Teneriffa. Dann gerade zum ersten Mal Segel vom neuen Sponsor getestet. Die Bedingungen an sich waren leider ein bisschen schwierig, weil es sehr böig und rough war. Ich habe das Segel einfach aufgebaut, nichts rumgetunt, nichts gemacht, bin damit rausgegangen. Ich bin das einfach gefahren wie ein Slalomsegel. Und das heißt, mein letzter Vergleichswert ist auch wirklich dann einfach mein vorheriges Slalomsegel. Und ein Unterschied ist, dass man ein bisschen mehr Druck auf der hinteren Hand hat. Wenn man aus der Halse rauskommt, dann zieht es viel direkter. Ja. Der Membran ist da softer, da macht es so wupp und hier macht es halt so bump und dann hast du direkt wieder Volldruck. Nach der ersten Halse dachte ich wirklich, mich zerfetzt es einfach komplett. Und die Sache, die mich aber am krassesten geflasht hat, ist, dass ich im Endspeed, also wir müssen das natürlich testen dann mit dem GPS und so weiter, aber im Endspeed habe ich eigentlich keinen Unterschied feststellen können. Also real talk, ich konnte mit den Leuten, mit denen ich sonst mithalte, genauso mithalten heute. Jetzt kommen wir noch mal hier zum Segel, da ist jetzt schon so eine Salzschicht drauf, weil ich das den ganzen Tag am Strand liegen hatte. Aber passt mal auf, wegen der Backhand Pressure ist mir gerade aufgefallen, ja. Aber auf dem Wasser habe ich wirklich manchmal gedacht, boah, ey, er hat ganz schön Zug hinten drauf. Ich habe das halt einfach so getrimmt wie mein Avanti-Segel und jetzt guckt mal, ich habe hier diesen Trimpunkt, das kenne ich halt gar nicht, das hatte ich vorher nie sowas. Und das Loose Leech, was ihr hier seht, muss halt eigentlich bis zum Trimpunkt oder kurz davor. Und das heißt, es fehlen einfach 20 cm Loose Leech. Freunde, ganz kurzer Einwurf, gleich geht es ganz normal weiter mit dem Talk. Das ist eine Viertelstunde später und ich habe hier einmal die Lattenspannung gemacht. Und jetzt haben wir die Falten hier weitestgehend raus. Und dann habe ich jetzt einmal das Downhaul so gezogen, wie man es ziehen soll. Jetzt geht das hier wirklich bis zum Trimpunkt, fast schon ein bisschen drüber hinaus. Tatsächlich sieht das jetzt aus wie ein ganz anderes Segel, aber wie sich das dann jetzt fährt, das testen wir beim nächsten Mal. Und wenn ihr Bock habt auf so ein Segel, dann checkt unbedingt die Wind Lounge aus, ist alles unten verlinkt. Ja, Freunde, das ist jetzt auf jeden Fall das erste Video von Teneriffa, das erste Video mit Point 7. Ist für mich jetzt echt der Anfang von was Neuem. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr Bock auf die weiteren Videos habt, gerne Daumen nach oben da lassen.